Deko-Laune mit Chris Nanu und Marek Bäuerlein. Willkommen zur zweiten Folge Prosecco-Laune. Zur zweiten Folge Prosecco-Laune. Mein Name ist Chris Nanu und das ist Marek Bäuerlein. Ich bin Marek Bäuerlein. Unfassbar, Marek. Wir haben es geschafft, zwei Folgen bin so, stolz auf uns. So rauszuhauen, ja. Dass wir diesen 3-Wochen-Rhythmus einhalten können. Ja. Ich hoffe, dass die Leute nicht schon wie gelangweilt sind jetzt. Ja, dass sie sagen, zu früh. Ihr gebt euch zu viel Mühe. Zu früh da. Kein Bock, dir zu hören. Einfach kein Bock, dir zu hören. Wir haben wahnsinniges Feedback bekommen. Die erste Folge ist unfassbar gut angekommen. Bist du glücklich? Bin wahnsinnig glücklich damit. Bin richtig stolz auf uns und habe mich wahnsinnig gefreut über das, zum einen YouTube so geballert hat. Also hat wirklich, war richtig... Soll ich mal gucken, wie viel Klicks? Guck nochmal kurz. Also wirklich, wo ich dachte so, oh, okay. Hast Klick, du eine Ahnung? Fast schon Klickkäufe. Also ich weiß, wie viele Nullen. Wir können es sagen, oder? Ja. Ist über 1 Million. Ja, es ist über 1 Million. Und das ist krass. Das finde ich heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Okay, ich dachte, krass. Weil ich dachte, unsere Hörer... 1 Million 6. Und 6. 1 Million und 6. Die 6 sind irgendwie heute dazugekommen, die waren gestern noch nicht da. Sind heute dazugekommen, ja. Ein paar Nachzügler gibt es immer. Ich dachte schon, dass uns wirklich so viele Leute hören, ne? Ja, ich habe das auch gedacht, weil wir werden ja schon oft erkannt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ist ja auch so ein kleiner Personenkult jetzt mittlerweile um uns entstanden. Mhm. Und ich kann damit ganz gut umgehen. Mir ist das ja eher unangenehm. Ja. Also ich arbeite halt noch dran, ne? Mhm. Aber wir sind ja trotzdem, also was ich halt irgendwie spannend fand, ist, dass jetzt auch so prominente Leute auf uns langsam zukommen. Ja. Ich weiß nicht, du hast irgendwas mitbekommen? Da hat doch, wer war das? Du hast erzählt, wer war das? Genau, ja, ich habe ja mit einem geschrieben von Baywatch Berlin. Ja. Und zwar der Jakob. Ja. Jakob. Und der hat geschrieben, dass der die Folge ganz oft gehört hat und dass sie das auch in der Redaktion hören und sich anschauen. Und ich weiß gar nicht, ob man es schon sagen darf, eigentlich auf eine Art, aber die haben uns angefragt offiziell. Dass wir eine Gästefolge machen. Dass wir eine gemeinsame Folge machen mit Klaas. Weil die Synergien nutzen wollen. Genau. Ich meine, kann man sagen, ne? Das ist in der Podcast. Das ist schon so. Ich meine, ganz lange war gemischtes Hack ganz oben, ne? Aber wir sind einfach wie so ein Silberpfeil. Ja, wie so eine Sense. Einmal. Wie so durch so ein sind wir da Getreidefeld vorbei. Durchgeht. Einmal ganz kurz Schulterblick und dann sind wir einmal drüber. Und das ist natürlich schon krass. Und dann habe ich natürlich erstmal mich so ein bisschen rar gemacht, habe gesagt, ja, mal gucken. Erstmal nur geliked. Ja, ja. Aber ich Antwort geliked. Ich werde zusagen, ne? Ja, komm, wir machen das schon mal. Ja, ich würde zusagen, weil ich muss schon sagen, dass ich die auch sehr witzig finde. Ja. Ich habe die noch nicht gehört. Das ist mein Lieblingspodcast tatsächlich gerade. Ja, ist wirklich mein Lieblingspodcast. Und ich glaube, also die haben ja locker auch so ihre 6.000, 7.000 Hörer. Ja. Und ich finde es nicht, ich zum Beispiel. Die sind ja viel später eingestiegen, wir machen halt das Aufbauarbeit, die macht jeder. Jeder Podcast fängt so an. Weißt du, Marc, und das Ding ist, man sollte nicht danach auswählen, mit wem man eine Folge macht, wer jetzt berühmt ist und wer nicht berühmt ist. Ne? Der Vibe muss stimmen. Wir könnten jetzt sagen, wir sind Prosecco-Laune, Baywatch Berlin, guckt doch, wie ihr erfolgreich werdet. Ne? Aber ich sag nee, weil die haben ein gutes Logo, die haben Sound. Also ich glaube, die haben richtig gute Top-Mikrofone da. Worauf die auch geachtet haben, ist, dass die Art und Weise, wie die Stimmen sind, muss man darauf achten. Ja. Der eine hat so mehr dieser Tommy. Quäkig, Tommy ne? hat, genau, Quäkige dieser Stimme. Tommy, der hat so eine leicht, so eine entige Aussprache, hast du ja gesagt. Mhm. Und der Jakob hat ja. Wie als hätte er einen Schnabel. Ja, genau. Das vorstellen. Ja. Ja. Und der Jakob, der hat das. Nix. Ich finde, man darf sich auch, ey, das sind Anfänge, man darf sich eigentlich über die lustig machen. Lass uns aufhören zu lachen. Ja, okay, genau. Ja, was wir eigentlich machen wollen, ist einfach auch mal Leuten. Denen die Hand geben. Ja, denen die Hand geben und sagen: Leute, schaut euch die mal an, weil ich habe keinen Bock mehr, dieses elitäre Getue, so von was ganz viele Podcasts ja machen. Ja. Aber wir sind gerade wie die Speerspitze. Ja, genau, das kann man so und sagen. Wir wollen das aber so machen, dass wir die ein bisschen abfeilen. Dass noch andere Leute auf der Spitze Platz haben. Genau. Und da sehe ich Baywatch Berlin. Zum Beispiel. Und deswegen machen wir bald mit denen eine Folge. Könnt ihr euch drauf freuen? Ja. Liebe Hörer, bald eine gemeinsame Folge Baywatch Berlin mit Prosecco-Laune. Ja. Und das ist cool. Bin ich mal neugierig, was die so für Storys haben. Ja, ich bin auch neugierig, was sie so erzählen können. Apropos Storys, ja. Marek, ich habe mir vorgenommen, ich will ein bisschen noch professioneller werden. Ja. Und deswegen habe ich mir, ich weiß nicht, ob du das kennst,
sowieso Sachen aufgeschrieben im Alltag, habe ich gedacht. Mhm. Das habe ich nämlich so bei anderen Podcasts gehört, dass die das machen. Und das Problem ist aber bei mir, dass ich die so aufgeschrieben habe, so kurz und knapp, diese effizienten Anekdoten, genau so im Alltag. Ich habe noch so gelacht, ne, saß noch so am Tisch und dachte, ja, ja, genau. Und tipp schon so in mein Handy, ne, was ja auch im Alltag schon so leicht so, ja, schon durch zu Reizungen führt mit meinen Mitmenschen, weil die natürlich sagen, okay, cool, dass du eine Million Klicks hast, aber du machst irgendwie viel mehr an deinem Handy rum und so, ja. Warum machst du deine Notizen nicht als Sprachnachricht? Weil das ist das, was du am besten kannst. Sprachnachrichten? Kann ich das so gut? Ich hasse einfach Sprachnachrichten. Ich hasse es auch. Aber ich krieg oft so 4 Minuten Sprachnotizen. Ja. Oh. Aber mein Trick ist, reinskippen. Ja. Reinskippen. Also ich habe gemerkt, das letzte Drittel von der Sprachnachricht ist das, was zählt. Oder noch besser ist, wenn Leute während der Sprachnotiz auf eine andere Idee kommen, aber sagen, ich mach keine neue mehr. Ich mach keine neue mehr. Warum? Der soll ruhig sehen. Wie ist das entwickelt? Der den Weg. Da will ich mitnehmen, einfach auf dem Weg. Ja. Und deswegen auch ein guter Tipp ist, wenn ihr Sprachnotizen häufiger bekommt von Leuten und nicht Locken. So gut seid im Zurückschreiben. Ja. Ne? Das bin ich ja oft, dass ich immer vergesse zu antworten und so. Und da mache ich jetzt Folgendes, wenn ich denen dann aber wieder schreiben muss, zum Beispiel neulich musste ich dem Irmantas schreiben, der macht unsere Grafiken, aber der hat mir zuletzt wahrscheinlich eine richtig witzige Sprachnotiz geschickt. Ja. Die habe ich aber nie angehört. Ja. Ne? Weil mir immer das nicht so wichtig ist. Ne? Man muss im Leben ja auch Abstriche machen. Ja. Und da war ich wahrscheinlich gerade in einer witzigen Situation und habe wieder eine Notiz eingetippt. Ne? Und da hat er mir wahrscheinlich einen Schwank aus seinem Leben erzählt. Mhm. Und da habe ich entschieden damals, die Notiz ist es. Die höre ich mir nicht an. Ja. Und da musste ich dem jetzt aber schreiben, weil ich wollte was von dem. Das ist ja oft dann die Situation, der musste wieder ein Design machen für uns. Ja. Ne? Das ist eine blöde Situation. Und dann sehe ich, oh, die Sprachnotiz ist noch nicht abgespielt. Ja. Ich habe ihm nie darauf geantwortet. Ja. Mein Tipp ist, entweder die Sprachnotiz löschen und wenn er sagt, du hast gar nicht geantwortet, dann einfach so ein Screenshot, man, ich habe gar nichts bekommen. Oder anspielen die Sprachnotiz, sofort Pause drücken, ihm antworten und schreiben, hab ja damals ganz vergessen zu antworten, weiß schon gar nicht mehr, um was es ging, jetzt ist auch zu spät, du könntest ein T-Shirt für uns machen, für im Autokino. Das ist mein Trick. Das sind beide sau eklige Varianten, mit Leuten umzugehen. Ja, und jetzt habe ich mir so Sachen notiert, nämlich. Ja. Und ich weiß aber gar nicht mehr so richtig, was die Anekdote dazu war. Okay, okay. Zum Beispiel die erste Anekdote ist Russenhocke. Dann habe ich eine, die heißt Messepreis. Ja. Dann eine Supermarkt, Achtung, Falle. Ja. Wichtige Gebäude erraten habe ich noch. Ja. Das weiß ich, was es ist. Ja, das weiß ich auch. Dann Defizite im Haushalt und ich wurde verflucht. Und ich finde, wir hangeln uns da heute mal dran ab, obwohl wir nicht mehr wissen, um was es ging. Okay, wir fangen jetzt mit der ersten an. Genau, die erste kommt jetzt, ja, würde ich sagen. Und zwar Russenhocke. Ja, ich glaub, können wir beide nicht. Nee, rein physisch. Ja, wir können ja mal ausprobieren, wie es länger kann, wenn du willst. Nee. Wollen wir es mal ausprobieren? Nee. Wir könnten es jetzt ausprobieren, jetzt mit Kamera. Und genau deswegen, nee. Willst du? Ich würde es gerne mal ausprobieren, wie lange ich es tatsächlich kann. Also könntest du es mir einmal vormachen? Das ist ein 2018er Thema, die Russen. Ja, aber ich habe neulich, und deswegen, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. Ich war neulich nämlich an der Bushaltestelle vorbei. Aber ich sag die Russenhocke leid. Kennst du, das ist so wie... Das ist einfach nur so. Nee, warte. Weil Russenhocke ist ja... Einfach so leicht in die Kniebeuge. Ja, das ist so wie, wie Liegestützen, wo man so auf den Knien aber noch ist. Das ist Russenhocke leid. Das sieht einfach aus, Marek sitzt gerade vor mir, als würde er mir einen Heiratsantrag machen. Kniet sich vor, abgestützt auf seinem Oberschenkel. Zum Ritter halt. Das stimmt, ja. Kürst. Achso. Du bist ein Ritter, Marek. Mega gut. Ja, das könnte zum Beispiel ewig. Also dafür langt meine Kondition, dass das immer könnte. Ich bin an jemandem vorbeigefahren, an der Bushaltestelle, und der hat da in Russenhocke gesessen und hat einfach sein Handy gecheckt, ne? Ja. Und dann war da die Ampel rot. Wie so ein Gargoyle. Ja, da war die Ampel rot. Und der ist aber, das war seine bevorzugte Warteposition. To chill. Ja. Ja. Und da frage ich mich, ob das zum Style gehört. Ja. Ob er all seinen Komfort in dem, weil bei mir ist ja so, ich ordne alles dem Komfort unter. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähnlich. Und bei ihm war es offensichtlich so, er ordnet alles dem Style unter. Mhm. Und dann fand ich das ganz peinlich. Ist er dann aber so in so einem Entenwalk weitergelaufen? Weil das wäre witzig. Also ich habe leider nicht gesehen, wie er sich bewegt hat. Könnte der ja von Baywatch Berlin gewesen sein. Nee.
Quatsch. Ich habe da keinen Bock, über die zu lästern. Wirklich, das finde ich peinlich, weil ich finde die wirklich gut. Ja. Und außerdem treffen wir uns bald mit denen. Ja. Aber, ja, das war meine erste Anekdote. Wie fandst du die? Gut. Cool. Ich würde dir gerne was zeigen, Marc. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich frage mich die ganze Zeit schon. Was es ist? Ja. Kann mir es ein bisschen vorstellen. Bin mega neugierig. Also wer hat gestern das Thema? Kennst du das? Stenger hat vorhin zum Beispiel erzählt, der macht auch, wenn er im Supermarkt ist, macht er sich auch manchmal so Notizen. Und dann schreibt er sich zum Beispiel nur KB. Ich hab das gesagt. Du hast es gesagt, ja. Ja, ich schreibe ihm so Einkaufszettel und verkürze die so runter, ja, weil ich dachte so, ich will Kartoffelbrei kaufen, ja, und schreibe KB. Ja. Und es könnte Kaba sein. Kaba, Kräuterbutter, whatever. Genau. Und manchmal passiert mir, dass ich die falschen Sachen kaufe. Dass ich dann Kaba esse zum Lammragout. Genau. Ja, das kann vorkommen. Was ist das? Stimmt, aber der Stenger hat vorhin gefragt, als wir auf Kaba und Kotelett kamen, wie denn unsere, ja, wie wir so stehen zu deftig und süß. Und deftig und süß war gestern ein Thema, als wir zusammen essen waren. Genau. Weil ich so einen WhatsApp-Sticker geschickt bekommen habe. Genau. Und den jetzt auch oft verschicke. Und zwar ist es ein Kreppel mit Leberkäse drauf. Leberkäse drauf. Und jetzt erstmal die Frage an dich: Hast du es schon mal gegessen? Uh-uh. Könntest du dir vorstellen, wie das schmeckt? Uh-huh. Ja? Nee. Ja, dann mach doch mal dein Geschenk auf. Weil ich hab dir hier eine Kleinigkeit eben noch. Ich bin ja einer, ne, der auch mal so ein bisschen Vorbereitung macht. Und da bin ich ein bisschen. Oh, das riecht nach beidem gleichzeitig. Das ist. Ja. Sind zwei, Achtung. Sind zwei. Ach, jeder kriegt einen eigenen auch. Jeder hat einen eigenen. Das kann man jetzt vielleicht sehen, du uns ganz gut. Magst du mal in die Kamera halten? Ja. Dann können wir das noch einmal festhalten. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, liebe Podcast-Hörer, da haben wir viel Kritik bekommen. Dass wir doch das den Leuten auch erzählen müssen, ja, die nur zuhören. Ach so, wegen Schnürsenkel? Wir haben hier einen Kreppel, genau so ist es. Und ein Kreppel ist bei vielen auch ein Pfannkuchen in Berlin, ja, haben wir gestern rausgefunden. Und in anderen Landstrichen heißt es Berliner. Und Krapfen. Und whatever. Das sind diese Hefegebäcke, die in der Fritteuse ausgebacken werden, ja, mit Puderzucker bestreut. Und in die Mitte kommt Hagebuttenmarmelade. Ja. Ich habe einen ohne Hagebuttenmarmelade genommen. Ja. Ich habe mich für die Füllung Senf entschieden und, ja, für die Füllung Leberkäse. Was ich jetzt noch wissen möchte, ne? Ja, das ist mein kulinarisches Geschenk heute. Wie? Ja. Wer hat die gemacht? Ich bin zu einer Bäckerei gegangen, gerade eben, und habe gesagt, habt ihr noch Leberkäse? Dann hat sie gemeint, ist schon aus heute, ist nicht mehr im Angebot. Habe ich gemeint, ja, aber habt ihr noch, ja, Leberkäse? Dann habe ich gemeint, ja, wir haben schon noch was. Ja. Und dann habe ich gemeint, okay, könnt ihr mir das so und so machen? Und, ja, dann hat die. Und das fand ich das Geilste. Ist die ernst geblieben? Ja, die ist erst ganz ernst geblieben, hat einfach strikt meinen Anweisungen gefolgt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr auch noch Senf drauf machen? Und dann hast du gesagt, so ist das eigentlich alles ein Scherz. Das war der Moment, wo sie gesagt hat, stopp, und hier mache ich nicht mehr mit. Ist das eigentlich alles ein Scherz? Hat dann eine Kollegin übernommen. Ja, und dann hab ich gesagt, nee, auf eine Art ist es ernst gemeint. Wir essen das heute. Und lecker. Ich würde jetzt wirklich, und ganz lange dachte ich, ist glaube ich nur ekelhaft, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, ich finde auch nicht mehr das. Kannst du von mir mal ein Foto machen, wie ich das so in die Kameralinse halte? So cool. Ja, aber Marek, aber heute, das ist ja mit Video hier, ne? Das weißt du. Ja, also aber man könnte auch einfach, okay. Stark. Dann würde ich sagen, warte. Zum Wohl, oder? Oh, man muss sagen, oh, der Leberkäse ist ein bisschen trocken. Ja. Kalt. Alles eiskalt, ja, kann man vielleicht sagen. Frisch aus dem Kühlhaus. Wollen wir es für die Leute, die es nur hören, nochmal beschreiben? Also ihr müsst euch das vorstellen, es ist ein fett durchtränktes. Das ist ein Kreppel, ne? Und der wurde halbiert und dann wurde ein richtiger Ranken. Daumendick. Aber Leber von mir ist ein Daumen. Ja, ein Christdaumen. Ein Christdaumen dick. Lass uns jetzt einfach mal reinbeißen. Ja, okay. Was ist für ein Kinderbiss? Okay, ich muss noch mal reinbeißen, ja, weil ich bin positiv verwirrt. Ich finde, und das werden ja alle hassen, und es ist einfach beim Essen so ein Aber. Das schmeckt ja, ne? Nach gar nichts. Ich habe selten den Stenger von hinter der Regie so,
so schnaufen gehört, wie jetzt gerade. Ja, hat jemand wollüstiger geschnappt. Der schmeckt nach gar nichts. Also nee, ich finde, es schmeckt toll. Ich finde, es schmeckt Wahnsinn. Es schmeckt genial. Ey, ich finde wirklich, es schmeckt richtig gut. Ja. Also wir haben hier unten eine Schicht Hefe, frittierte, gezuckerte Hefestückchen. In der Mitte haben wir einen kalten Stück Leber, ein kaltes Stück Leberkäse. Obendrauf haben wir mittelscharfen Senf. Mhm. Und obendrauf nochmal den gezuckerten Kreppel. Und es schmeckt auf, für mich auf eine Art, wie ich mir glaube, dass in der französischen Küche, wie wenn man sowas macht wie ein Brioche und darauf macht man sich so eine feine Leberwurst. Mhm. Ne? Das schmeckt ganz edel. Ich finde auch, schmeckt super edel. Das habe ich gemeint mit dezent. Mit schmeckt nach gar nichts. Edel, wollte ich sagen. Stell dir mal, sagst du nur? Geil! Mega geil, ne? Das ist Wahnsinn! Mega! Willst du noch, Marek? Nee, ist ruhig leer, weil ich hatte schon viel davon. Ich finde es erstaunlich gut. Ja. Okay. Du musst schon vom French essen. Ich esse es auch fertig. Aber ich will nicht die ganze Zeit kauen. Ja. Also ist egal, ne? Wollen wir es so machen, dass wir essen jetzt hier fertig und in der Zwischenzeit haben wir eine neue Folge Oma Christel. Mhm, gut. Und die Oma Christel bringt uns nämlich heute was bei. Oh, Oma Christel wird uns in der Staffel zu zwei waschechten Gentlemans wird uns erziehen. Genau, wir werden richtige Männer. Und die Hörerschaft genauso. Ja. Ab geht's. Hallo, ihr Aperölchen. Ich bin's, eure Oma Christel. Und jetzt landen wir was. Lebensweisheit von Oma Christel. Heute habe ich gedacht, bringe ich euch mal bei, wie man Oberhemden bügelt. Ist nicht mehr modern, aber es sieht nicht schlecht aus, wenn ein Hemd glatt ist, ganz klar. Für mich fängt ein Oberhemd an, gebügelt zu werden, schon beim Waschen. Also, wenn ein Mann richtig fettige Haare hat und hat so einen Hemdkragen und er zieht das Hemd aus und dann ist es oben alles verschmiert und dreckig und fettig. Mein lieber Winfried hat das mal rausgekriegt. Geht man her, nimmt ein bisschen Spüli, denn Spüli ist fettlöslich. Das ist doch ganz einfach. Gibt ein paar Tröpfchen Spüli auf den Kragen drauf, nimmt die Fingerchen, verreibt das auf die Innenseite vom Kragen, ist klar, und ab damit in die Waschmaschine. Das Hemd kommt raus, es ist total sauber, ihr werdet es nicht glauben. So, wenn jetzt die Hemden aus der Waschmaschine rauskommen, ist es ganz, ganz wichtig, dass die schön ausgeschüttelt werden. Da sind die schon mal halb glatt und da nimmt man einen Kleiderbügel, nicht wie hier so kreuz und quer, und hängt die sauber und ordentlich auf den Kleiderbügel drauf. Macht schön den Kragen rum, wunderbar alles, und hängt die dann zum Trocknen ins Bad oder sonst irgendwo hin. Ist ja egal, oder ins Freie oder wurscht. Ihr könnt sie natürlich auch im Trockner lassen. Aber wenn ihr die Hemden nicht direkt aus dem Trockner wieder rausholt, dann werden die ganz krumpelig und das ist Mist. Also immer schön, wenn der Trockner fertig ist, die Wäsche sofort raus, zusammenlegen, und manche Hemden braucht man gar nicht mehr bügeln. Ich habe früher gelernt, das Hemd fängt man an zu bügeln auf der Rückseite vom Kragen. So, machen wir da mal los. Auf der Rückseite, das ist überhaupt noch nicht heiß, das Bügeleisen. Naja, ist egal. Ach, ich habe zu Hause so eine Bügelstation. Könnt ihr mir glauben, das ist was Feines. Da hast du auch in 2 Minuten ein Hemd gebügelt. Also, naja, es geht. Sieht schon ganz gut aus. Du lieber Gott. Das ist ja sehr vorsichtig, flutliches Bügelbrett. Hoffentlich hält es so lang, bis wir fertig sind. Also der Kragen sieht schon mal gut aus. Guckt mal, wunderschön gebügelter Kragen, obwohl das Bügelbrett abgekackt ist. Naja, ist egal. So, als nächstes kommt dran oben der Sattel, der sogenannte Sattel. Ach, bleib ja stehen, ich sag das im Gut, guck mal, wie das wackelt. Also der Sattel sieht schon immer gut aus. Jetzt kommen die Knöpfe, die Knopfleiste dran. Die zieht mir erst einmal, dass das schön sauber und ordentlich ist. So, jetzt halte ich das hier unten fest und gehe jetzt um die Knöpfe rum. Richtig um die Knöpfe rum.
Jetzt natürlich ganz wichtig hier oben der alleroberste Knopf. Das muss sauber und ordentlich sein. Schön drumherum. Und keine Falten da reingebügelt. So, jetzt zieht man das hier. Seht ihr? So, fein. So, das Knöpfchen oben ist auch wunderbar geworden. Jetzt kommt die Tasche dran. Wenn die sehr verknittert ist, dann kann man auch noch mal von der anderen Seite ein bisschen in die Tasche reingehen zum Bügeln. So, dele. Ach, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich am helllichten Sonntagnachmittag Hemden bügeln muss. So, jetzt kommt die andere Seite dran, die Knopfleiste. Da machen wir genau das Gleiche. Wieder schön ziehen. So. Da haben wir auch ein Knöpfchen. Das machen wir natürlich jetzt auf, dass das ordentlich aussieht. Gehen wir erst einmal unten drunter. So, und jetzt oben drüber. Wenn man das umgekehrt macht, hat man die Falten wieder reingebügelt. Immer so ein bisschen über Ecke legen, da kommt man besser dran. Schau dir mal hier oben ordentlich wieder um das Knöpfchen rum. Das ist ja so ein spezieller Kragen. Das ist dein Lieblingshemd. Ja, das ist auch schön. Hast du das schon mal je gebügelt angehabt? Nein. Das habe ich mir jetzt gedacht. Junge Männer. So, jetzt kommen wir an die Ärmel. Ist auch noch mal sowas. Also, schön die Manschetten aufmachen. Mal ein bisschen ziehen da dran. Auch wieder, wie beim Kragen, von innen anfangen zu bügeln. Das sind die letzten Bügeleisen. Das sind die Dampfbügeleisen und wenn man sie dann abstellt, dann kommt der Dampf raus. So ein Bügeleisen empfehlen, wenn sich jetzt jemand ein neues zulegen möchte? Ja, so eine Station. Mit diesem Vertikaldampf. Das ist dieser Dampf, wo man sich immer die Finger verbrennt, aber es ist gut. Ich mache natürlich einen schönen Knick in den Ärmel rein. Ihr habt es gesehen, ich habe Naht auf Naht gelegt, ne? Jetzt bügele ich das erst von der einen Seite. Jetzt kriegt man natürlich auf der anderen Seite, wo der Einstiegsschlitz vom Ärmel sozusagen ist, eine Falte rein. Aber das macht nichts. Umgedreht, wenn die eine Seite fertig ist. Ach, sieht ja ganz gut aus. So, seht ihr das? Ist nur wichtig, dass er das hier schön übereinander legt. Jetzt hier von dieser Seite unten an der Manschette schön dick auftragen. So. Und hier auf der Seite genauso. Muss man mal das Bügeleisen in die andere Hand nehmen. So, seht ihr das? Ordentlich. Könnt dabei noch euer Essen kochen. Oh, Jesus, nee. Ich glaube, das war verknotet noch. Das hat er ausgezogen und da war das Hemd noch, der Ärmel war noch nach innen. Ihr könnt euch ja auch die Ärmel ein bisschen einsprühen mit Wasser, dann geht es auch noch mal ein bisschen besser, wenn aus diesem blöden Bügeleisen nichts rauskommt. Also ein Kessel buntes möchte ich jetzt nicht hier bügeln müssen, beim Stehen hier bei diesem Bügeleisen. Und hier bei diesem Bügelbrett ist die ganze Polsterung schon raus. Das kommt ja auch noch dazu. Normalerweise ist ja ein Bügelbrett unten drunter gepolstert. So, da wollen wir mal gucken, ob wir was Anständiges gemacht haben. So, die Knöpfchen hier noch zumachen. Die Fetz mit Kriege. Wie heißt das, Marianne Jölsch? Ach, ich krieg's nicht so. Aber so sieht es dann aus, ne? So, könnt ihr euch vorstellen. Schön ordentlich, wunderbar. Feine Bub, gell? Ja. Lebensweisheiten von Oma Christel. Meine Prosecco-Laune. Ja, und das war so unsere Oma Christel, Marek. Oma Christel. Und jetzt werden Hemden gebügelt. Genau, jetzt werden wir in der ganzen. Ich fühle mich schon wie ein Gentleman. Hemden gebügelt. Ja, das stimmt. Hast du gesehen, wie toll der Stängel ausgesehen hat danach? Super. Ich habe mich frisch angelesen, denn wir haben ja eine Kategorie, die heißt frisch angelesen, ja. Wie wir beide ja wissen. Das heißt, du hältst ein kleines Referat? Ich halte jetzt ein kleines Referat, ja. Und du kannst mich mal ein bisschen prüfen. Bin ich mal gespannt. Und zwar, hast du schon mal was gehört von Kuri Kamasake? Nein. Was glaubst du, könnte das denn sein? Ich glaube, es ist was Japanisches. Aha, ja. Ich glaube, dass es ist die Kunst aus was Kaputtes. Ja. Wieder zu reparieren. Okay. Und das Kaputte so zu embracen. Es gibt so in der japanischen Töpferei gibt so eine Spielart. Wie heißt es nochmal? Kuri Kamasake. Genau. Und da wird quasi eine Schale, Keramikschale, wird mit Gold wieder geflickt. Und dann sieht man diese Nähte.
Ah, okay. Ja. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Das ist es nicht. Ne? Sondern Kuri Kamasake ist, und da werde ich dich jetzt und natürlich auch unsere Hörer da draußen an den Endgeräten ein bisschen, einfach auch mal ein bisschen Bildung mitgeben. Ja. Denn es handelt sich dabei um, meistens machen das Jungfrauen tatsächlich, japanische Jungfrauen. Und die setzen sich dann wie auf so einen Marktplatz. Mhm. Und dann bekommen die eine Schale Reis und einen Behälter. Ja? Mhm. Und die kauen diesen Reis, nehmen den Mund und kauen den ganz lange. Mhm. Und nachdem sie den gekaut haben, spucken die diesen Reis in dieses Behältnis. Den Brei dann davon. Ja, den Brei. Ja. Mhm. Und das machen die mit dem mit einer ganzen großen Schale Reis. Ja. Ja. Hast du schon eine Ahnung, wo es hingeht? Nee, gar nicht. Und klingt mega problematisch. Bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Ja, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, Entschuldigung. Dann ist es folgendermaßen, wenn sie dieses Teil dann vollgespuckt haben, ungefähr so ein Ding ist es dann, mhm. das haben sie dann vollgespuckt und dann stellen die das mehrere Tage an die frische Luft. Ja. Und die Kohlenhydrate, ja, die in dem Reis sind. Die Stärke. Ja, genau. Wird durch den Speichel und die Luft zu Hefe, das verwandelt sich dadurch in Alkohol. Ja? Und, Hefe? Ja, ist wirklich so. Und das verwandelt sich in Alkohol. Ja. Und das Ganze wird dann zu Sake. Und das trinken die Japaner, mein Freund. Wird jede Sake... Ja. Mit der Spucke? Mhm. Nee. Nee. Das gibt es übrigens auch mit Bier. Es gibt Schotten, die machen das mit Bier so. Aber warum? Übrigens die. Warum Leute, die noch nicht gebumst haben? Das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht. Unschuldige Gründe. Ja, genau. Es hat unschuldige Gründe. Das war früher sogar so, dass die Hexenverbrennung und so, warum die Frau auch so kritisch gesehen wurde, weil auch viele Männer neidisch darauf waren, dass die Frauen eben dieses Enzym angeblich in sich tragen, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, in sich tragen, damit sie quasi diesen Gärungsprozess der Bierherstellung, der Alkoholherstellung auslösen können bei so etwas. Gab es damals richtig... Gott, gab es richtig Ärger. Und Sake kann natürlich auch anders hergestellt werden, auf einer herkömmlichen Art. Du kannst ja heute solche Gärungsprozesse ganz anders herführen. Mhm. Aber das ist die teuerste Art der Sake, die du kaufen kannst. Und wenn ich das mal mit Verlaub sagen kann, die ekelhafteste. Und genau, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du dir gerne beantworten. Also ich weiß nicht, ob das mit der Hefe Sinn macht. Doch. Weil wo soll der Hefepilz herkommen? Der kommt aus der Luft. Man lässt das offen stehen. Mhm. Und bis der das findet. Das fängt sich quasi das Getränk aus der Luft. Das sind ja Bakterien. Ja. Hefe. Das ist ja eine Kultur. Ist das nicht ein Pilz? Ja, das ist eine Bakterien. Bakterienkultur. Hefe. Ja. Das kannst du nicht wissen. Alles gut. Nee. Das ist und hast du das jetzt auch mitgebracht? Oder? Ich habe das nicht mitgebracht. Ja. Aber wir machen das jetzt selber in der nächsten Folge. Wir machen das selbst in der nächsten Folge. Und das machen wir wirklich. Und das ist unser erster Merchandise-Artikel, habe ich mir gedacht. Geil. Ist das, glaube ich, ein gutes Thema, oder? Also, nächste Folge. Machen wir unser eigenes frisch angelesenen Sake. Genau, das machen wir. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wie sieht es bei dir aus Coronavirus-mäßig? Das ist auf jeden Fall, das baut auf. Dankeschön. Aber wie ist es denn mit Hamster-Einkäufen? Also, was war der größte Einkauf, wo du jemals im Einzelhandel bei was zugeschlagen hast? Also zum Beispiel... 5 Liter Schokopudding. Habe ich letztes Mal schon erzählt. Aber das war ja im Großmarkt sogar. Ja. Aber hast du mal, zum Beispiel, was glaubst du, wie viel... Sag ich jetzt mal Äpfel, ne? Ja. Was glaubst du, ab wie viel Äpfeln... Warte mal, ich lese dir mal was vor. Ich habe was vorbereitet. Ne? Mhm. Nämlich, Achtung, Supermarkt, Achtung, Falle, habe ich ja noch aufgeschrieben, erinnerst du dich? Und ich habe hier was vorbereitet. Und zwar, hast du schon mal was von haushaltsüblichen Mengen gehört? Es gibt nämlich in Deutschland sowas wie eine Verordnung, wie viel man im Supermarkt einkaufen kann. Das Ding ist aber, das ist ein bisschen auf eine Art wie dem Supermarktbetreiber... ich lese einfach mal vor. Ja, lese mal vor. Das ist hier von der Verbraucherzentrale.de und hier steht, was sind haushaltsübliche Mengen? Das ist Punkt 9. Hier gibt es ganz viele Regeln im Supermarkt. Ich lese mir sowas öfter mal durch, weil ich mag Regeln. Mhm. Und hier steht, mit dem Hinweis, dass Waren nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden, sollen sogenannte Hamsterkäufe verhindert werden. Bei den einzelnen Kunden große Mengen eines Produkts aufkaufen. Allerdings ist dies kein klar definierter Begriff. 5 Packungen Butter
oder 100 Apfelsinen zum Beispiel halten wir durchaus für haushaltsüblich. Es kommt auf den Einzelfall an. Mhm. Auf keinen Fall bedeutet der Begriff haushaltsübliche Menge automatisch ein Exemplar. Das bedeutet, 100 Apfelsinen sind noch eine haushaltsübliche Menge. Das stößt mir ein bisschen vor den Kopf, ehrlich gesagt. Das finde ich auch viel Apfelsinen. Ja, weil was machst du denn mit 100 Apfelsinen? Sau gut jonglieren können. Ja, sau gut. Ich habe zum Beispiel, also ich glaube, ich kaufe ja immer nur mit kleinen Körbchen ein, ne, weil ich bin ja, ich ernähre ja normalerweise nur eine Person. Mhm. Das bin ich. Und da kaufe ich immer mit diesem Körbchen ein. Ja. Und ein Milch oder so, ne? Und dann, und jetzt. Genauso. Und jetzt, jetzt, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel 10 mal Milch kaufen will, 10 Liter Milch, so diese Steige, glaube ich, dann würde die Frau an meinem Haus, also an meinem üblichen Supermarkt, die würde da schon aufhorchen und würde sagen: Stopp. Das ist aber für das sie. Sind 9 zu viel. Für sie ist es keine haushaltsübliche Menge. Und da bin ich gerade so ein bisschen in der Bredouille, weil ich nicht so richtig weiß, wie man sich verhalten soll noch in deutschen Supermärkten. Und ich finde, da könnte das Hörerfax zum Beispiel, das wir eingerichtet haben, da mal irgendwie... dass die Leute uns da mal einen Tipp geben. Weil ich glaube, viele von uns, von unseren Leuten arbeiten im Einzelhandel. Und die könnten zum Beispiel da einfach mal sagen, okay, Chris, Marek, hört zu, ich kann euch die Angst nehmen, so viel ist eine haushaltsübliche Menge. Das wäre interessant. Das fände ich auch gut. Wollen wir das mal als Aufgabe geben? Ja, also wenn ihr da draußen, oder wir gucken vielleicht mal in die Totale, wenn ihr da draußen uns da Hilfestellung geben könnt, haushaltsübliche Mengen, das wäre sehr lieb. Ja. Und dann würde ich sagen, lasst uns doch mal in die Hörerfaxe reinschauen, was denn die Leute jetzt für Fragen haben. Oh, okay. Darf ich auch eins vorlesen? Jo, wir machen mal halbe. Wir haben 5 Faxe bekommen. Ja. Ich glaube nicht. Also was ich schon sagen kann... kam ein Fax. Und egal, wer von uns beiden das bekommt, ne? Ja. Du musst es im Stillen lesen. Ja. Und dann merken, ist es das brisante Fax, weil es ist eins dabei. Da wurde eine Sache nachgefragt, die ich irgendwann mal erzählt habe, über die wir nie mehr sprechen werden. Weil es einfach aus moralischen Gründen nicht geht. Okay. Und was ich noch sagen kann dazu ist, diese 5 Faxe, die uns hier geschickt worden sind, das sind Leute, die wollten es wirklich, ne? Weil wir hatten ja so ein bisschen heute den Auftrag den Leuten gegeben, schickt uns eure Faxe zu, aber da muss man vielleicht mal gleich dazu sagen. Kam so nörgliges Feedback, das hätte man ja auch mal Freitag sagen können. Weil wir haben einen Fax auf der Arbeit. Auf der Arbeit, ne? So, und dann wäre das ja für uns viel komfortabler gewesen, Leute, raus aus der Komfortzone. Genau, wir wollen die Leute, die extra Mile gehen. Ja. Das sind hier, guck mal, ich habe hier 3, du hast auch 3. Ich habe auch 3 und das sind die 6 Leute. Wollen. Die sind die extra mal gegangen. Die wollten es wissen. Ich fange mal an. Ja, fang du mal an. Achso, was wir noch sagen können. Es gibt einen Service zum Online-Faxen. Ja. Und das, die Weblinks siehst du da oben. www.a11 oder ist es ein L? Das heißt all. Oh! Naja. Das ist ein bisschen Frechheit. Das sieht aus wie eine 1. Kann das mal zeigen? Das sieht wirklich aus wie eine 1. www.alltofax.de. Das war, glaube ich, Werbung, für die wir kein Geld bekommen haben. Dieses Fax wurde Ihnen kostenlos geschickt von Rick Hansen. Weiß nicht, ob das mit den Namen so. Sag nur Rick. Rick. Moin Jungs, starke erste Folge der neuen Staffel. Danke. Lieb das Videoformat sehr. Eine Frage an euch. Findet ihr auch, dass Rotwein das arroganteste aller Getränke ist? Jedes Getränk ist kalt im Grunde besser oder wenigstens genießbar. Nur Rotwein hält sich gut, was für was Besonderes und darf nur auf Zimmertemperatur genossen werden. Wie auch immer, Grüße aus dem Norden. Finde ich einen cleveren Ansatz von Rick. Finde ich einen dummen Ansatz, weil du hast ja deinen Rotwein, den musst du ja nicht mal kühlen. Ja. So muss man das mal sehen. Ach so, ja. Der macht es einem einfach. Der macht es einem eigentlich einfach. Aber bist du ein Rotweintrinker? Ja, absolut. Weil ich nämlich gar nicht. Ja, ich schon. Weil ich bekomme immer so Pelz auf der Zunge. Das mag ich tatsächlich. Ah, cool. Weil ich mag das auch gar nicht. Ja. Und ich bekomme Sodbrennen. Wie das riecht bei Weißwein. Ja? Mhm. Oder bei Prosecco, was wir gerade trinken. Ich bekomme es auch ein bisschen von Kreppel mit Leberkäse. To be honest. In mir brennt. Ja, bei mir auch. Heartburn. Ich krieg auch oft Sodbrennen. Und letztens war ich mit, habe ich meine Freundin besucht und ich komme an und ich sage ehrlich, auf Reisen denke ich ja immer, ist egal, was du isst. Ja. Ne? Weil ich bin irgendwie der Meinung, das ist irgendwie, da geht man über sich so, über so eine körperliche. Ja, da macht man irgendwie was Besonderes. Eine Reise. Ne? Man tritt eine Reise an. Ich reise 2-3 Mal die Woche. Das kann ich mir aber kurz dazu sagen. Und wenn ich
zum Beispiel jetzt im ICE nach Hamburg fahre, um meine Freundin zu besuchen, ja, dann sehe ich das immer so ein bisschen als Grund, mir dann auch so ein paar Leckereien zuzulegen. Ne? Ja. Und dann fahre ich da und bin so eine kleine Naschkatze im Zug. Und dann hatte ich die Situation jetzt, dass ich ankomme bei meiner Freundin, wir waren zum Essen verabredet und ich merke, ich habe wahnsinniges Sodbrennen. Mhm. Gurke essen. Dann bin ich mit dem Taxi, sie hat mich mit dem Taxi abgeholt, weil sie keinen Führerschein hat. Und dann sind wir nochmal wo vorbeigefahren und dann meine ich so, ey, bevor wir essen gehen, kannst du nochmal kurz in der Apotheke halten, ich brauche was gegen meinen Sodbrennen. Dann hat sie gemeint, kein Problem. Ist in die Apotheke rein, dann hat der Taxifahrer mit ihm die ganze Zeit darüber geredet, ja, dass er jetzt auch älter wird und Sodbrennen ist ein Riesenthema bei ihm auch und so. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, was das so verursacht. Ne? Mhm. Und dann gehe ich rein in die Apotheke, weil es hat so lange gedauert. Mhm. Gehe rein, gucke nach dem Rechten und dann sagt die Frau zu mir, wie oft haben Sie denn Sodbrennen? Und ich wollte es relativieren und habe gesagt, 2-3 Mal im Jahr. Mhm. Safe was gelogen. Was ist das für eine Lüge? Das ist eine richtige Lüge, ja. Ja. Weil ich gedacht habe, nicht, dass sie dann sagt, oh. Zum ersten Mal, heute zum ersten Mal. Ja. Ich muss erstmal das Gefühl beschreiben und dann hat meine Freundin gesagt, es muss wohl Sodbrennen sein. Mhm. Und ey, Marek, ich bekomme gerade in dem Moment, wo ich Sodbrennen sage, Sodbrennen, das macht mich richtig fertig. Und dann sagt die Frau zu mir 2-3 Mal im Jahr, das ist gefährlich oft, Sie müssen dringend zum Arzt und sich durchchecken lassen. Und da werden alle Hypochonder, alle Hypochonder-Alarmglocken sofort am Rotieren, ja, weil ich mir denke, ha, Sodbrennen ist gefährlich, aber Sodbrennen ist für mich so alltäglich wie Stuhlgang. Ich weiß mal, wie es ist. Also ich habe das wirklich einmal die Woche. Ja. Und wie oft ist es bei dir? Ist so ein bisschen phasenweise. Ich habe das weniger. Phasenweise, auf jeden Fall. Ich habe, also meine Ernährung ist eigentlich relativ gleich immer. Und manchmal ist es okay, ich habe, manchmal, wenn ich Kaffee trinke, ist scheiße. Und manchmal, wenn man zu fett isst, kommt es halt relativ direkt, ne? Aber manchmal besser, manchmal schlechter. Kaisernatron ist mein Go-To. Ja, ja, ich ja auch. Ich bin auch ein Kaisernatron-Trinker. Aber jetzt ist die Frage, vielleicht rumort ja auch was bei mir. Ne? Vielleicht ist ja bei mir schon irgendwie ein richtiges Problem. Mhm. Und, denkst du eher, dass du an einem Magenekzem stirbst oder Corona zu dem Zeitpunkt jetzt? Soll ich meinen Fax vorlesen? Herzinfarkt, glaube ich, tatsächlich. Ich glaube immer, dass ich im Herzinfarkt bald sterbe. Ja, aber ja. Lass uns ich fasse mir auch mehrmals am Tag fasse ich mir einen Puls. Ja. Weißt du, ob das schon mal euch aufgefallen ist? Dass wenn ich das so mache, ja, und das ist, weil ich noch checke, ob ich noch Puls habe. Das ist wieder, wenn Casper schreibt, die Folge war morbide. Danke für das Lob. Wo war der Lob? Da stand Dank für die gute Unterhaltung. Und für diese urheberrechtlich nicht abgeklärten Fotos. Was war denn auf den Fotos drauf? Ach so, stimmt. Das muss man immer für die Hörer dazu sagen. Es waren 3 Schafe, oder? Es waren 3 Schafe, genau. So sieht's aus. 3 wollige Schafe. 1, 2, 3. Langhalsschafe. Langhalsige Schafe. Ewig lange. Und aber hier mache ich ganz besonders, dass hier steht an Prosecco-Laune und dann nochmal zu Händen und dann steht nochmal Christian Bloß und Mario Bäuerlein da. Ah, gut. Finde ich fein. Ja. Liebe Nobel. Bianca. Die hat sich gesagt, nee, wir gehen da ganz genau hin. Und übrigens, die Handynummer wurde auch ein bisschen mit angegeben. Ja. Kannst du hier nochmal querchecken, ob es hier um... Ja, da können wir nicht drüber reden. Da wurde eine pikante Frage gestellt. Da wird's pikant. Das können wir nicht machen. Dann lass mich hier nochmal schauen. Und zwar... Bianca, ach, guck mal, da hat uns nämlich alles wissen, ganz die Prominenz geschrieben. Und zwar der liebe Herr Häufer Umlauf. Achso. Nee, Häufer Umlauf. Und der hat, ist glaube ich, das ist was zum Nachdenken. Wenn ihr Fliesenleger wärt, wärt ihr eher so der Typ stabile Arbeiter, ohne große Highlights oder Fehler. Oder eher der Typ, der auch mal so ein Mosaik legt und dafür die Fugen nicht sauber hinbekommt. Lieben Gruß. Also ich bin der Typ, der sich, der irgendwann den Gedanken hat auf dem Weg, heute lege ich dieses Mosaik. Ja. Dann besorge ich alles für dieses Mosaik. Ja. Fang das Mosaik an, ja, merke, der erste Meter sieht richtig geil aus, ruf einen Stecker an und sag, mach's fertig. Du siehst die Vision. Du siehst die Vision. So fertig machen. Weil ich kann saugut, ich bin saugut, ja, im Prozess. Idee, Entwicklung. Ja.
Konzeptentwicklung ja. und sauschlecht darin, die Dinge ganz fertig zu machen. Mhm. Ich mache Dinge gerne zu 25%. Mhm. Die mache ich aber saugut. Ich glaube, auf den ersten 25% macht mir keiner was vor. Mhm. Bin ich ganz vorne mit dabei. Und dann hinten raus. Man sagt ja oft, dass die letzten 20% eigentlich die 80% sind. Okay. Auch was zum Nachdenken. Was wärst denn du für ein Fliesenjäger? Ich bin beide. Weil ich richtig gut bin in allem, was ich mache. Oh, das ist so eine uncoole Antwort, ganz ehrlich, Mann. Ich könnte mich ja auch so darstellen. Nee, ich kann gut Basis arbeiten, ich kann den Kopf ausschalten und einfach durchmachen. Was? Aber ich habe auch manchmal den Funken und dann kann ich mich ausleben. Und also, aber dann verkacke ich auch die Fugen, weil ich sau ungeduldig was bin. Was ich kann, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, um mir das nochmal ein bisschen zu relativieren. Was ich wahnsinnig gut kann, ist, ich brauche Deadlines. Und dann denke ich immer, wenn es auf so eine Deadline zugeht, na, ob die so ernst gemeint war. Mhm. Aber wenn dann der Deadline-Geber nochmal sagt, denk dran, wir haben eine Deadline, ja. mache ich dir einfach alles. Mhm. Es gibt nichts in meinen Aufgabenbereichen, was ich nicht an einem Tag schaffen kann. Mhm. Und da bin ich wirklich richtig gut drin. Geil. Ein Tag. Ein Tag Arbeit. Das hier sind meine 25%. Das hier, das ganze Studio. Du hast mir geholfen, den Teppich zu verlegen. Ja, ich habe dir geholfen, den Teppich zu verlegen und habe am Anfang die Möbel mit rausgeschmissen, die hier vorher standen. Ist stimmt, so, ne? Ja. So. Okay. Aber weil es auch cool war, man konnte sie vom Balkon schmeißen. Das war geil. So, jetzt bin ich dran. Oh, da kommt schon wieder mit a11tofax.de. Mhm. Das kommt jetzt von Ninosaurier. Klingt wie ein erfundener Name, wenn ich ehrlich bin. Eure Meinung zum Knoppersriegel, auch zu den neuen mit Erdnuss oder Kokos und wie seht ihr den neuen Hanuta-Riegel? Könnt ihr die Lache wieder ins Intro machen? Trauriger Smiley. Machst du die Lache gerade nochmal? Zum jetzt nachhören? Hm? Also zum Knoppersriegel habe ich schon wahnsinnig viel gesagt. Es ist für mich... Kasper hat mal erzählt, ja? dass der vom Knoppersriegel einen Prototypen gegessen hat, der noch besser war. Wirklich? Mhm. Oh, das finde ich eine freche Behauptung. Mhm. Das ist so eine unverschämte Behauptung. Kann auch gelogen sein. Weil ich sehe den Knoppersriegel als einen meiner Highlights im Snackgame an. Ja. Ne? Meines Lebens. Und jetzt weißt du, dass da noch Luft nach oben ist. Ja, und dann, also ich finde, es ist so arrogant, dann zu kommen und sagen so, ja gut. Stimmt schon, der ist schon gut, aber ja, ich meine, jetzt ist der massenkompatibel, aber als ja, genau. vorher mal ausprobieren. Aber ich habe noch ich habe den progressiven Knoppersriegel, den habe ich gegessen. Der war echt der hat richtig nach Steve Jobs hat er noch geschmeckt. Das war wie, als ob mir ein Cybertruck ins Maul fährt. ja, das finde ich schade, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, Knoppersriegel ist für mich wirklich ohne Scheiß eines der besten Sachen, die man so essen kann. Ja, finde ich auch toll. Ich bin leider allergisch gegen Erdnüsse und Kokos, deswegen kann ich ja gar nichts zu sagen. Okay. Und Hanuta-Riegel, hast du aber noch was, ne? Eine Kritik, was ums Naming geht? Ja. Natürlich. Also mein Hanuta-Riegel komme ich gleich nochmal. Wollte ich gleich noch was dazu sagen. Aber nochmal kurz zu Kokos oder Erdnuss. Ich bin einer der loyalsten Menschen, das eins meiner Stärken ist, dass ich mir einmal jemanden ausgucke, zum Beispiel dich, ne? Dich habe ich mir einmal angeguckt und habe viel zu früh entschieden, diese Person soll für immer in meinem Leben bleiben. Dann hast du mich oft sehr scharf kritisiert. Muss ich einfach sagen. Bist mich oft angegangen, ne? Und dann will ich einfach nur besser machen. Ja, genau. Irgendwann habe ich entschieden, naja, egal, trotzdem, der bleibt jetzt bei mir mein Leben lang. Mhm. Und deswegen, ich bin da so loyal, dass ich liebe den normalen Knoppersriegel so sehr, dass ich immer, wenn ich überlege, ob ich mal was Neues ausprobiere, bleib beim normalen Knoppersriegel. Das ist für mich wirklich, weil ich das so, ich finde auch das normale Knoppers schon ziemlich krass. Aber der Knoppersriegel, der ist es halt für so das Knoppers im Alltag. Was macht denn den Knoppersriegel anders? Weil der Knoppersriegel eher das Format von der Fernsehbedienung hat, als von einer Fliese. Marek, es ist eher die Tatsache, dass du ein normales Knoppers, ne? Ja. Kannst du natürlich zu Hause, wie isst du ein Knoppers? Mach mal vor. Ich beiß da rein. Ich beiß an die... Aber du beißt ja so in das Knoppers. In die Ecke. Du hast hier deinen Teller, ne? Ja. Und dann beißt du so ins Knoppers. Ja, genau so. Weil du weißt, dass das Knoppers durch das diese explodiert. Große Waffelschicht obendrauf, ja? die wir lieben, toll finden, ja. Die wir lieben. Das sprenkelt ja einmal alles voll. Ne? Ja.
So, jetzt guck dir doch mal hier dieses klinisch reine Studio an. Können ich habe hier einen Kreppel gegessen. Ja. Da ist eben gerade eben der Herr Stenger aufs Dach gestiegen. Und hat gesagt, so aber nicht, mein Freund. Ja, ja, aber der Knoppersriegel hingegen, ne? Hat ach, der hat diese Hülle. Der hat so eine elegante Schokoschicht nochmal drumherum. Die Waffel ist aber drin. Ja. Das bedeutet, ich esse den, ja, gibt gar keinen Müll, ne? Ja. Und am Ende steigt mich meine Freundin ins Auto und fummelt mir mit ihren ICE-Händen am Mund rum, ne? Weil sie sagt, na, da ist aber noch was. Mhm. Weil da ist gar nichts mehr. Verstehst du? Verstehe ich, ja. Weil alles komfortabel. Alles ist komfortabel. Alles ist im Mund. Und das liebe ich sehr. Und zum Hanuta-Riegel muss ich jetzt gleich mal ein bisschen länger ausholen. Der kommt erstens nicht an den Knoppersriegel ran. Mhm. Ist aber trotzdem ein ganz guter Riegel. Mhm. Müssen wir nicht unter den Tisch kehren. Aber Hanuta, ja? Ja. Steht ja, das habe ich nachgegoogelt, für Haselnuss-Tafel oder Taler. Mhm. Da streiten sich so ein bisschen die Leute. Ja? Mhm. Aber jetzt heißt es ja Riegel. Ne? Das bedeutet, der Hanuta-Riegel behauptet, ein Haselnuss-Tafel-Riegel zu sein. Total bescheuert. Das ist grammatikalisch falsch. Ja. Und dann sage ich als Konsument, da wollten sie zu viel an der Stelle. Nein, da wolltet ihr zu viel. Ja. Deswegen lieber Hanuri. Mhm. Dann hätte ich gesagt, gut. Okay, nehme ich mal mit. Gut gemacht, gut gelöst. Aber bei einem Hanutari, wie er eigentlich heißen müsste, oder noch schlimmer, dem bei einem Hanuri, wie er eigentlich heißen müsste, den Hanutari zu nennen und nicht mal Hanutari, sondern bei Riegel sagt man sich dann schreiben wir es aus. Ja. Das finde ich auch unkonsequent. Finde ich auch scheiße. Und deswegen habe ich den gleich von Anfang an abgelehnt. Der Hanuta-Riegel soll sich ficken. Ja, finde ich auch. Ich finde das Abfall. Ja, finde ich auch Abfall. Ach, hinten dran steht noch der richtige Name. Ist ein gelogener Name, heißt gar nicht Ninosaurier. Ja. www.a11tofax.de, wenn ihr uns Hörerfax schicken wollt für die nächste Folge. Mhm. Ihr könnt das auch unter der Woche schicken, wir lesen die trotzdem vor. Richtig. Ihr habt das ein bisschen zu genau genommen, Leute. Ich habe auch noch einen Fax. Und ich verstehe es nicht. Was ist es denn? Es sieht aus wie... Also auf eine Art ist das ein Zeitungsausschnitt. Ich glaube, von einem Buch oder sowas, wie so eine Leseprobe. Das sieht aus wie ein Hilferuf. Von wem ist es denn? Guck mal oben drauf, bitte. Radio UN1CC. Oh. Uniradio. Das ist Chemnitz, ich habe es nachgeprüft. Chemnitz. Du bist jetzt auch schon auf die Spur gegangen? Mhm. Aber da steht ja Frankfurt am Main. Irgendwie. Das ist aus der Frankfurter Allgemeinen. Stenger, kannst du das abkürzen, mir sagen, was ich hier finden kann? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe das nur mal mal durchgelesen. Sieht aus wie so eine Leseprobe aus einem Buch irgendwie. Okay, also Uniradio Chemnitz. Halt so mal in die Kamera, so dass sich Leute so mal sehen können, die auch das per Video verfolgen. Wir sind einfache Leute. Bisschen höher? Wir sind einfache Leute. Und damit kann ich nichts anfangen. Ist irgendwie so der Fänger im Roggen oder sowas, keine Ahnung. Und hier unten noch so ein Power-Sudoku. Kann man her, lass mich auch nochmal gucken. Kann ich auch mal gucken. Also sehr kryptisch, der Radio Uni Chemnitz oder sowas, die das geschickt haben, bitte meine Auflösung. Es war wie eine Beschwörung. Ich schlief bis mittags und als ich wach wurde und endlich Fragen stellen wollte, sagte Maria, du hast schlecht geträumt. Und je mehr ich darauf beharrte, keinesfalls geträumt zu. Ja, das ist. Das kommt ja wieder in den Beutel. Ja, das finde ich schade. Ich finde das Ressourcenverschwendung. Ja, und das war unser letztes Fax. Ja. Und da muss ich sagen, das war ein absolutes Highlight. Vielen Dank. Das haben die Leute verkackt. Ja. Schade. Aber wir machen das Hörerfax jetzt wahrscheinlich in jeder zweiten Folge. Deswegen schickt uns doch einfach, wenn ihr irgendwelche coole Ideen habt oder nette Fragen, wie der Hotzo zum Beispiel. Ich fand auch die Frage nach dem Hanuta-Riegel hat mich sehr gefreut. Auch interessant. Und die Leute, wenn sie sich besonders Mühe geben, können die ja ein bisschen auf Twitter gucken, was umtreibt uns so, unsere Gedanken. Da mal tiefer reingehen. Und da mal tiefer reingehen und da mal gucken, okay, vielleicht frage ich da nochmal genauer nach. Ja. Das finde ich nämlich schön, wenn sich sowas anbietet. Ja, Marek. Lass uns mal überlegen, was wir als nächstes besprechen wollen. Ist ja so eine Sache, die rumort so ein bisschen. Mhm. Die haben mir die letzte Zeit nicht so viel Platz gegeben. Und da möchte ich mal wieder drauf eingehen. Und das ist unsere kleine romantische Gemeinde, unsere Glaubensgemeinschaft. Die geile Tausend! Liebe Gemeinde, wir haben uns entschlossen, jetzt mal wieder zu euch zu sprechen. Die geile 1000, wir haben
in der Sommerpause das versucht, ein bisschen zu optimieren. Wir hatten ja diesen kleinen Live-Auftritt, der nur wenigen vorbehalten war. Ja. Und das war ein Moment. Nur 1000. Es waren nur 1000. Und mit denen haben wir Level 3 erreicht. Das hat uns gefreut. Das hat auch, sag ich mal, den Kontostand der geilen 1000 gefreut, weil da kam viel Geld zusammen. Und ich möchte jetzt aber nochmal an alle sprechen und nochmal erinnern, wie das ist mit uns. Mhm. Vorher aber nochmal so ein kleines Update geben, weil wir haben gemerkt, okay, es ist an manchen Stellen irgendwie zu konservativ, zu bieder, zu katholisch, zu steif. Und unsere Vision war ja eigentlich eher eine Lifestyle-Sekte zu sein. Viel bekömmlicher so und auch irgendwie cooler. Und das möchten wir irgendwie einleiten. Und da kann man sich auch mal von uns irgendwie so einen Fehler eingestehen. Das war vielleicht, wie wir da reingeprescht sind, im ersten Moment vielleicht zu viel. Zu von oben herab. Ist schon noch so, dass wir über euch stehen. Aber wir hören euch jetzt auch mehr zu, wenn ihr was sagen wollt. Und wir wollen jetzt im nächsten, weil jetzt auch der Sommer aufkommt langsam, ne, auch uns mal um unsere Outfits kümmern und vielleicht in den nächsten Folgen mal so ein bisschen Style reinbringen, wie die geile 1000 denn, wie das aussehen könnte, weil ich finde, das ist auch so ein Haptik-Thema, Glaube, cooler Glaube, was bei uns ist. Ich werde jetzt mal in so einen Trend-Forecast gehen, gucken, was sind die Farben dieses Jahr. Ich finde, du hast mit Flieder schon einen guten Ansatz gesetzt. Dankeschön. Einfach luftiges Material. Ich weiß nicht, ob Seide ein Ding ist. Leinen ist für uns eh ein Thema. Dann werden wir mal gucken, wie... wir müssen auch mal einen Testrun machen, wie es ist, halt die ganze Zeit barfuß zu laufen. Nicht, dass es halt so mega unbequem ist. Aber es würde schon irgendwie dazugehören. Testrun? Testrun an der Stelle. Und dann... du hast ja gerade über... Sodbrennen gesprochen, ne? Und eigentlich haben wir gedacht, dass wir viel Sekt, Champagner und sowas trinken wollen und Aperol Spritz, aber das ist so säurehaltig halt, ne? Und irgendwie müssen wir das auch noch feintunen, dass das so ein Stückchen besser wird. Und dass das alles leichter, bekömmlicher, eleganter ist. Schon angesoffen. Wie ein Kanapé. Wie ein Kanapé. Ja, das hast du recht. Wie, und ich fand zum Beispiel... Der Leberkäskreppel war so elegant, so dezent in seiner Anmutung, ne, dass so ein Aperol Spritz mir fast schon so tölpelhaft vorkommt, so bauernhaft. Das war wie eine edle Hostie. Ja, es war wirklich wie eine edle Hostie. Und da wollen wir noch ein bisschen mehr rein in das Thema. Wir wollen da keine Vorschläge von euch, weil ihr nicht so die Ahnung habt, wie das abgeht. Aber wir wollen, dass ihr unsere Vorschläge dann... Na gut, wenn wir jedes Jahr sagen, dann ist es ja kein Vorschlag. Nee, das ist eine Verkündung. Das ist eine Verkündung gesetzt. Also richtig, was wir sagen an der Stelle. Und das wird toll werden. Das wird toll werden. Wir haben es jetzt auch schon. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Weil der Chris hat Angst vor, dass er vorm ewigen Leben wegen Corona abschmiert. Deswegen haben wir unsere persönliche Apokalypse jetzt auf Ende März gesetzt. Das heißt, es gibt auch nur noch 3 Folgen Prosecco-Laune. Dann wandern wir in eine andere Dimension. Da sind wir befreit von Entertainment und Social Media. Und generell, da gibt es auch kein WLAN. Und das wäre cool, wenn wir uns dann... Also, dass ihr da auch schon drauf gefasst seid. Wir treffen uns dann... ich gebe das genaue Datum noch raus, aber wir werden uns auf dem Rastplatz von Castro Brauxel treffen. Achso, ich dachte, wir machen es im Pfarrheim von Niederscheinbach. Nee, wir gehen nach Castro Brauxel, okay, an den Rasthof, weil ich da noch mal eine letzte Currywurst essen will. Mhm. Und aber das wird jetzt noch mal alles genau datiert und dann bekommt ihr von uns das Feedback. Ich würde jetzt aber noch mal... um das vielleicht so ein bisschen, dass wir jetzt nochmal Energie
fassen. Ich habe mir ein Talar, also so eine Priesteruniform. Wir können. Das ist, finde ich, eindrucksvoll. Ja, habe ich vorbereitet. Ja, gut. Und ich würde sagen, dass wir beide jetzt mal aufstehen. Ja, okay. Wir geben uns die Hand. Ja. Und jetzt werden wir im Ping-Pong ein Gebet aufsagen. Gut, okay. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ja, ich auch nicht. Gut. Und ich fange jetzt mal an, okay? Mhm. Und wir singen das mit so einer flachen Stimme, okay? Mhm. Hosanna in der Höhe. Du. Ja? Ist nicht witzig, Anil. Nee. Also, kurz. Fang nochmal an, Chris. Warum lachst du? Weil der Heilige Delfin gerade durch mich. Ist das die Ehrfurcht? Ja. Hosanna in der Höhe. Gesalbt seist du, Hosanna, heilige Delfin, wo uns so mag, blicke nieder auf uns mit Liebe aus dem himmlischen Ozean. Das Süßeste, Marek, ist, dass du immer, wenn ich da bin, einmal so ganz kurz... Ich mach, gib dich, ja. Voller Vertrauen und Autorität, wir sind eure Heilsbringer. Wir lieben, dass ihr uns ohne Konsequenzen glaubt. Amen. 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 Es hat gerockt. Ja. Weil so kann sich Glaube anfühlen. Und das müssen die Leute mal checken. Das stimmt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du so geil singen kannst. Ich war selbst überrascht, ja. Das ist aber das, das sind die 25%, von denen ich vorhin gesprochen habe. Bei mir kommt es daher, dass ich früher Ministrant war in einem anderen Glauben. Ach so, noch in der alten Welt. Damals, ja. In der alten Wirklichkeit. Jetzt, wo wir uns so ein bisschen wieder gesettelt haben, würde ich ganz gerne noch über was reden mit dir, oder wir würden gerne noch gemeinsam über was reden. Denn es ist ja so, wir, wie ihr schon mitbekommen habt, haben kein Patreon. Und wir haben die letzte Folge rausgehauen am Sonntag nach den schrecklichen, nach dem rassistischen Terroranschlag in Hanau. Und wir kommen aus Aschaffenburg. Ich habe das Mikrofon abgemacht. Jetzt wieder dran. Alles gut. Und da muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen, dass wir wohnen halt, also ich glaube, wir beide haben viel mit Hanau gemeinsam, weil wir einfach aus der Ecke kommen. Genau, ja. Weil wir viele Leute kennen, die da täglich sind und da auch, auch Bekannte und Verwandte zum Teil haben. Hat uns das ganz schön mitgenommen. Wir sind nicht der Podcast, glaube ich, der darüber jetzt politisch wahnsinnig gut reden kann. Es wurde auch schon viel Gutes dazu gesagt in anderen Podcasts von Leuten, die schlauer sind als wir. Ja. Aber natürlich lehnen wir Rassismus ab und wir finden das... also ich muss sagen, ich für meinen Teil, ich will nicht für dich reden, aber ich bin ganz schön... immer wenn so ein Terroranschlag war, habe ich das irgendwie noch für mich so ein bisschen relativieren können. Mhm. So von wegen, es ist doch irgendwie, ja, es passiert Schlimmes auf der Welt, das ist ja ganz klar. Mhm. Und konnte das irgendwie noch für mich so verdingseln. Ne? Aber das hat mir, und ich war an demselben Tag in Hanau, hat mir ganz schön, das hat mich ganz schön ratlos zurückgelassen, tatsächlich. Und das fand ich überraschend. Und noch überraschender fand ich das dann auch, wie manche Leute darüber gesprochen haben. In letzter Zeit kommen immer mehr solche Videos online oder Geschichten. Es gab dann dieses Video von dem einen, der es überlebt hat, der auf Türkisch ein Interview gegeben hat.
Das war herzerreißend. Jo. Das hat mich auch richtig platt gemacht. Es gab, heute habe ich ein Video gesehen von einem Taxifahrer, der von der Frau rassistisch beleidigt wurde. Mhm. Habe ich auch in meiner Story geteilt. Und das ist nicht cool, dass sowas nach wie vor passiert. Und ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass es mehr wird. Ja. Und das finde ich richtig also ich krass. Ich hatte den Moment, ich hatte es dir schon mal erzählt vor einem, auch jetzt ein gutes halbes Jahr her, dass eine Freundin mir gesagt hat, ey Marek, ich finde euren Podcast scheiße. Hm. Weil ihr habt eine gewisse Reichweite und ihr nutzt die Reichweite aber nur für Blödsinn. Mhm. Und da habe ich lang drüber nachgedacht, weil ich dachte so, grundsätzlich hat die halt recht, ne? Weil sobald man irgendwie gehört wird, kann man sich auch, sollte man sich irgendwie positionieren, laut werden an der Stelle. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, was ist Prosecco-Laune, hat Prosecco-Laune die Rolle, sowas zu sagen und sind wir überhaupt dazu fähig, das hinzubekommen und nicht so richtig. Ich denke, Prosecco-Laune ist ein Format, wo es um Zerstreuung und Ablenkung geht, weil das Leben mittlerweile halt bitter ist. Man merkt das viel mehr, dass es halt nicht immer nur Halligalli und bequem ist, sondern es ist an ganz vielen Stellen unbequem und ungerecht und scheiße. Und Prosecco-Laune ist wahrscheinlich eher ein Rückzugsort, um sich davon fernzuhalten. Nichtsdestotrotz finde ich es gut und richtig, dass wir auch mal ernstere Töne anschlagen und überlegen, wie wir die Reichweite vielleicht noch positiv nutzen können. Wir haben 1 Million Zuschauer. Ja, ja. Die haben wir. Genau, und da wir kein Patreon haben und uns quasi, ich meine, wir haben hier viel Geld investiert in das Studio, das brauchen wir nicht verschönigen. Das kann man ja erstmal egal sein lassen. Das, genau, aber was ich dazu sagen wollte, ist, wir haben aber jetzt beschlossen, wenn wir Geld verdienen sollten, dann nur über irgendwelche Sponsorings oder sonst irgendwas. Wir werden jetzt nicht hier in Patreon, ich habe ja bei allen meinen Podcasts Patreon, das ist immer so, außer hier. Und hier machen wir es nicht, sondern hier sagen wir, cool, wenn ihr spenden wollt, wenn ihr unseren Podcast gut findet. Aber spendet das vielleicht nicht für uns, sondern wir wollen uns in jeder Folge was überlegen. Ich weiß nicht, ob jede Folge wirklich, ob das dann Sinn macht, aber vielleicht so, dass wir alle 2, 3 Folgen irgendeinen Tipp geben und sagen, ey, guck mal, das ist eigentlich eine coole Initiative, da kann man was für machen. Also, Prosecco Line bleibt quasi immer for free. Aber wenn ihr sagt, ey, anstatt dass ich den jetzt Geld reinbügel, gibt es halt Initiativen, die cool sind zu unterstützen. Wir haben es jetzt für die Folge rausgesucht, das Anne-Frank-Zentrum. Die machen Aufklärungsarbeit, was Rassismus angeht, und die machen da eine gute Arbeit. Ich habe das erste Mal mitbekommen, weil der Creamspeak-Podcast eine Spendenaktion gemacht hat. Die haben damals T-Shirts gemacht und der Erlös ging eben auch an die. Und da bin ich drauf aufmerksam geworden. Ich habe gestern noch mit dem Conny gesprochen, der da auch jetzt eine Fortbildung macht oder sowas. Und die machen gute Arbeiten und die sind zu unterstützen. Das ist toll, was die machen. Und da vielleicht einfach mal die Webseite auschecken und überlegen, wenn man denn Kohle hat, da vielleicht mal was abzugeben. Ich würde sagen, dass wir vielleicht auch einen Betrag X spenden, dass das so wie gleich ist. Ihr braucht uns jetzt auch wie keine Belege oder sowas schicken. Das ist auch affig, das kann jeder für sich machen. Wenn man entscheidet, dass man das machen möchte, ist das cool. Wenn man nicht die Kohle dafür hat, muss man es eben nicht machen. Für uns nur so eine Sache, wie können wir das irgendwie nutzen oder da einen Impuls setzen und an Stellen, wo es wichtig ist, auch mal laut werden. Jetzt mal angenommen, wir machen eine Tour. Ja. Irgendwann mal vielleicht. Ja. Das ist ja unser Klingelbeutel. Ja. Dann könnte man den doch praktisch jeden Abend rumgehen lassen und die Kohle spenden. Das ist eine gute Idee. Oder? Das machen wir genauso. Ja, das finde ich toll. Also falls wir jemals eine Tour machen sollten, dann würde ich sagen, machen wir das so und bis dahin gerne. Der Marek hat es gerade sehr schön erklärt. Spenden, wenn ihr die Kohle dazu habt. Jo, und jo. Auch, mein Spenden eine Sache, aber zum einen auch, sich Bewusstsein schaffen, was auf der Welt abgeht, was nicht cool ist. Vielleicht, also nicht nur uns zuhören, die halt nur so Quatschköpfe sind. Es gibt andere Podcasts, gibt Personen, die auf Twitter, auf Instagram gute Informationen weitergeben. Ich möchte in der nächsten Folge vielleicht noch ein bisschen was empfehlen. Ich habe die Leute noch nicht angeschrieben, die ich da toll finde, aber ich möchte nicht jetzt einfach deren Namen hier reinplärren, ohne dass sie das nicht wissen. Aber ich glaube, man kann da noch ein bisschen was machen. Und es ist, glaube ich, wichtig in der Zeit. Ja, finde ich auch.
Gut, Marie. Jo. Es, es ist ganz schön ernst, um da irgendwie rausgebracht haben, ist, was? Dass wir haben gedacht, wir setzen es an Schluss. Ja. Aber dann ist mir aufgedacht, dann lassen wir die Leute vielleicht mit so einem ernsten Ding hier raus. Aber das ist ganz gut, weil jetzt haben die Leute als letzten Gedanken vielleicht darüber nachzudenken und zu spenden. Ist, glaube ich, besser, als wenn man das am Anfang gesagt hätte oder mittendrin, weil da hätten die Leute gesagt, ich gucke jetzt mal die Folge fertig und dann am Ende hätten sie es schon wieder vergessen gehabt. Deswegen ist es gar nicht so schlimm. Und ich finde es auch nicht so verkehrt, wenn man, weil aktuell und zu diesen Zeiten, wenn man sowas so beendet, generell dieser ganze Hass, der immer mehr wird und so. Ich habe gerade eben, der Max Müller kam gerade rein, der mit uns Fotos macht. Ja. Der hat gerade eben gesagt, er hat gerade das Bayern-Spiel geguckt gegen Hoffenheim. Und da wurden schon wieder irgendwelche Plakate hochgehangen gegen den Finanzier von Hoffenheim, diesen Dietmar Hopp, der halt einfach ein reicher Mann ist, der gesagt hat, er will einen Fußballverein groß machen. Und ich glaube, das war bei dem Eintracht Frankfurt-Spiel, wo er dann irgendwie, oder bei irgendeinem anderen Spiel, wo er irgendwie in so einer Zielscheibe war, mit so einem Bullfrei, Fadenkreuz und so. Und ich finde sowas echt krass. Also ich muss echt sagen, bei sowas denke ich mir in letzter Zeit, ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Und das finde ich ganz schlimm. Und deswegen finde ich es gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass wir eine Folge so beenden. Hast recht. Ja. Und um es aber nochmal Resümee zu fassen, das macht mir wahnsinnig Spaß hier in dem neuen Format. Mir auch. Ich finde, Video macht Spaß. Ich finde, es mit unseren Kategorien macht Spaß. Ich habe mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut, wie positiv das bei allen ankam. Ich hoffe, dass ihr noch dabei bleibt. Keiner hat was Doofes geschrieben. Keiner hat was Doofes. Bei uns kein Hass. Bei uns kein Hass, muss man wirklich sagen. Ganz, ganz lieb. Es gab 6 Daumen runter auf YouTube. Wenn das, ja, und die haben aber eine Oben-Unten-Schwäche. Ja, das gibt es auch wie rechts, links. Also anders kann ich mir nicht erklären. Ja. aber ja, und darüber sind wir wirklich sehr dankbar und glücklich. Und das zeigt, dass wir gute Leute in unseren Hörerschaften haben. Schön, dass ihr da seid und wir freuen uns auf die nächste Folge und peace out. Ciao ragazzi, ragazzo, bella, ciao. Ciao. Prosecco Laune mit Chris Nanu und Marek Bäuerlein.